Playoffs, das gesteckte Ziel der Berlin Rebels. Darum muss Spiel für Spiel gefightet werden. Auf dem Schlachtfeld Mommsenstadion stellten sich am Samstag die Düsseldorf Panther dem Endrunden-Express aus Berlin entgegen und wollten es den Hamburg Huskies nachmachen. Die gewannen zweimal gegen die Hauptstädter. Super ärgerlich, super ärgerlich. Aber was soll's, es ist passiert. Wir haben in den letzten Spielen, also ein Spiel haben wir mit drei Punkten oder zwei Punkten das Spiel verloren, in den letzten Sekunden sozusagen. Das zweite Spiel sind wir auch zu schwer in Tritt gekommen. Zu schwer in Tritt passte ganz gut. In Hamburg beklagten die Rebellen ein Anfangsnickerchen der Defense. Früh lagen die Hauptstadt-Footballer 0-14 hinten, doch gegen die weißen Düsseldorfer hatten sich die Hausherren wohl den Wecker rechtzeitig gestellt. Das Laufspiel der Nordrhein-Westfalen wurde sofort von den Rebels unterbrochen. Hier mal Rory Johnson. Die Berliner machten das zunächst besser, allerdings verhinderte ein Holding, also unerlaubtes Halten, ein sogenanntes Big Play, ein Spielzug, bei dem besonders viele Yards gewonnen werden. Die Schwarzgekleideten ließen sich aber trotzdem nicht beirren, mauserten sich Play für Play in Richtung Endzone und wurden belohnt. Larry McCoy mit dem Run-Touchdown für die Hausherren der US-Amerikaner. Ganz, ganz wichtig fürs Berliner Spiel. Er ja ein echter Yard-Sammler und hier wurde das mal wieder mit Punkten belohnt, inklusive erfolgreichem Point-After-Touchdown, bei dem der Ball von der 3-Yard-Linie durchs Field-Goal gekickt werden muss. Stand's zur ersten Viertelpause 7-0. Dann die Partie etwas zäher, das Angriffsspiel wechselte einige Male, kein Drive brachte einen Touchdown. Als Erklärung am Rande, ein Drive ist die Summe aller Spielzüge und da war auf beiden Seiten erst einmal keiner von Erfolg gekrönt. Dann das noch, Darius Outlaw sucht eigentlich Dominik Helmbold, aber findet Till Jansen von den Panthern. Interception Outlaw stinkesauer mit der Offense. Let's turn up right now. Turn a switch and get an attitude in you right now. It's too quiet right now. There's not enough pass clapping. There's not enough knockout blocks going on. And there's not enough hooray after a big catch. Let's go. Offense on three. One, two, three. Offense. Das Game nun an einem wichtigen Punkt kann Düsseldorf diesen Vorteil nutzen. Manuel Engelmann und Oliver Martin, und der hatte hitzebedingt wohl schweißige Pfoten, konnte den Ball nicht fangen. Und Jason Owusu reagiert am schnellsten. Touchdown Rebels. Das war wohl die Schlüsselsituation des Spiels. Gerade wollte selbiges zugunsten der Westdeutschen kippen. Und dann der Touchdown für die Berliner zusammen mit dem erfolgreichen Kick durchs Field Goal. Stand dann 1-3, 14-0. Weil Touchdowns einfach so geil sind, gleich noch einer hinterher. Riesenrun von Dominik Helmbold und das Ei war wieder in der Endzone. Mit 21-0 ging es in die Halbzeit und danach Düsseldorf einfach nicht mehr auf der Höhe. Larry McCoy mit diesem absolut kompromisslosen Run-Touchdown inklusive Kick zeigte das Scoreboard 28-0. Die Gäste mussten sich nun einiges einfallen lassen. Erst Jason Owusu mit einem Mega-Tackle und dann wurde dieser Field-Goal-Versuch der Nordrhein-Westfalen ganz stark abgewehrt. Barish Atakan erlief wichtige Yards, noch kein Touchdown, aber dafür ist er im Notfall da. Darius Outlaw nicht nur mit super Würfen, ab und an läuft er einfach selbst. So wie hier, Touchdown für die Rebels, die Kamera dankt. Ja, und das war's. Die Weißen schummelten sich noch zweimal aufs Scoreboard, aber auch die Hausherren ließen nicht locker. Am Ende gewannen die Hauptstadt-Footballer das erste Mal in dieser Saison 55-13. So, ich glaube, dass wir alle zusammen in jeder Phase Football heute gespielt. So, gute Offense, gute Defense und gute Special Teams. Dieser Sieg kann also gefeiert werden. Allerdings gibt es einige Verletzte auf Seiten der Rebels zu beklagen. Na, wir werden sehen, wie sehr verletzt sie sind. Also wir haben einige, die sicherlich angeschlagen sind. Wir müssen es natürlich überprüfen, ob wie hart. Und dann Dienstag werden wir sehen, ob wie hart wir das uns erkämpft haben oder wie teuer dieser Sieg war. Ne?
55-13. Dieser erste Sieg war für die Rebels ganz wichtig. Nächste Woche soll der zweite Streich folgen, dann in Düsseldorf. Und danach steht das nächste Heimspiel an, das Hauptstadtderby gegen die Berlin Adler. Darauf sind jetzt schon wieder alle ganz heiß. 1, 2, 3.